Mensch. Das offene Mikrofon heute am 15. Februar 2016. Ich begrüße die Menschen in der Welt, überall. Das, was hier gesprochen wird, als Meinung oder das, was vermeintlich Meinung ist oder was Ansicht ist, was Aspekt ist, was eine Vorstellung ist, was eine hervorragende Idee ist, eine richtige Idee, die hilfreich ist, die dem Menschen, dem Einzelnen und der Gemeinschaft und der großen Gemeinschaft der Welt hilft. Ich denke, das ist brauchbar. Was nützt mir, wenn ich sauer bin? Was nützt es mir, wenn ich schreie und weine und verzweifelt bin über die Umstände dieser Welt? Mir nützt es selber, wenn ich mich in die Stille begebe und einmal Pause mache in meinen Gedanken und einmal zu mir selbst finde. Aus dieser Stille, aus dieser heilenden Kraft, da denke ich hinaus in die Welt und denke auch, dass das, was hier gesprochen wird, in jedem Erdteil auch wahrgenommen werden kann. Es kann bedacht werden, was hier gesprochen wird, was hier empfunden wird. Hier kann das Gefühl des Einzelnen wahrgenommen werden. Und die höchste Instanz ist das Gewissen. Das Gewissen. Das ist sozusagen das Wissen um die Erkenntnis, die ich anwende für zukunftsfördernde Taten. Das Gewissen ist sehr, sehr wichtig. Und zu dem Freiheitlichen und zu der Freiheit des Einzelnen. Dazu möchte ich einfach so bemerken dürfen, zur Freiheit gehört auch, dass ich eine Antwort gebe zu dem, was ich tue in Freiheit, dass ich dafür die Verantwortung übernehme. Und diese Verantwortung übernehme ich selbst, mit all dem, was ich spreche, mit dem, was ich nicht spreche, was ich tue oder was ich unterlasse. Und das möge sich ein Einzelner, ich mir selber, mahnend klar machen. Vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren habe ich Folgendes mal gehört. Lao Tse hatte etwas gesagt. Wenn ihr wollt noch. Wir sind ja noch in der Zeit. Die höchste Güte ist wie das Wasser. Des Wassers Güte ist es, allen Menschen zu nützen ohne Streit. Es weilt an Orten, die alle Menschen verachten. Deswegen ist es nahe dem Sinn oder dem Weg. Es ist aus dem Tao Te Ching. Es geht ja noch ein Stück weiter. Beim Wohnen zeigt sich die Güte am Platze. Beim Denken zeigt sich die Güte in der Tiefe. Beim Schenken zeigt sich die Güte in der Liebe. In der Liebe! Beim Walten zeigt sich die Güte in der Ordnung. Beim Wirken zeigt sich die Güte im Können.
Und beim Bewegen, beim Handeln, also beim Bewegen, zeigt sich die Güte im richtigen Zeitpunkt. Heute ist der richtige Zeitpunkt, hier zu sprechen. Und ich bedanke mich auch bei denen, die hier mit dafür getan haben, gehandelt haben, sich bewegt haben, damit das hier stattfindet, damit das auch wahrgenommen wird. Bertolt Brecht, möchte ich auch noch mal zitieren, war vorhin schon mal angesprochen worden. Wenn nur einer aufsteht und Nein sagt, ist allen anderen mehr geholfen. Nein, danke und ja, bitte. Zwei wichtige Ebenen. Es gibt Dinge, zu denen sage ich auch Nein, danke. Ich sage ja, bitte zum eigenständigen, freiheitlichen, verantwortlichen Denken in einer Gesinnung. Beim Handeln, beim Bewegen, wenn wir die Welt bewegen wollen, sagte denn doch Sokrates, ne? Sokrates, ich mag ihn. Wer die Welt bewegen will, muss sich selbst bewegen. Wer die Welt bewegen will, muss sich selbst bewegen. Das ist bereits schon mal veröffentlicht worden. Es wurde 4 Tage ohne mein Wissen ins Netz gestellt. Ich war sehr überrascht. Jemand rief mich an, einer meiner Gefährten, und sagte, hey, du bist im Netz. Ich sagte, da passe ich gar nicht rein. Das ist viel zu eng für mich. Ja? Er sagte, ja, du bist da zu sehen. Ich sage, aha, interessant. Überrascht. War mir schon klar, das kann passieren. War ja auch eine Kamera da und so. Ne? Muss ja nicht die Kamera da sein. Es reicht ja, wenn der Einzelne denkt und handelt. Und ich finde das schon in Ordnung, zu sagen, nein, danke, ja, bitte, nein, danke, ja, bitte. Oder ich bin dabei, noch zu überlegen. Ich bin noch nicht so weit. Ich brauche noch ein bisschen Information. Ich informiere mich. Ich informiere mich in verschiedenen Ebenen, mit Menschen. Ich unterhalte mich mit Menschen. Ich gehe auf Menschen zu. Ich kommuniziere mit ihnen. Ich gehe in den Dialog, in den platonischen Dialog, meinetwegen. Oder in die Begegnung mit anderen Menschen, um im Kreise sich auszutauschen, von den verschiedenen Erfahrungswerten zu hören, was sie erlebt haben. Das ist sehr interessant. Was ich nicht vermag zu wissen im Augenblick, ist trotzdem auch geschehen. Und viele Dinge sind geschehen, die sind nicht gut im Frieden und in Harmonie. Und ich wünsche mir, mehr Bewusstsein im Wachstum, Bewusstsein, das Wachstum, dass das Bewusstsein im Einzelnen nach und nach wächst, mit Hilfe der einzelnen Informationen, die er auch in sich aufnimmt, die er verarbeitet als eigenständiger Mensch, als freier Mensch. Selbst wenn ich in Ketten bin, bin ich frei im Denken. Der Geist ist die sanktionierend ausschreitende Macht. Das sprechende Glied ist das Klügste und dünkt es sich zu sein. So der Geist, so sprach mal Hardenberg. Friedrich Freiherr von Hardenberg, auch Novalis oder Novalis, wie heißt er? Novalis, ja. Und ich danke auch heute. Und wenn ich jetzt der Letzte wäre, könnte ich sagen, für heute würde ich vielleicht noch einen Abschluss mir vorstellen, dass jeder, der dies sieht und wahrnimmt und was gehört wurde, auch über die letzten Wochen und Montage, dass er für sich selbst im kleinen stillen Kämmerlein gemütlich einfach auch darüber nachdenkt, auch wie viel drumherum ist, was so viel Leid verursacht hat durch das Handeln der anderen, was manche aus Unkenntnis sich haben gefallen lassen. Es ist auch ein Unterschied, ob ich mich etwas erdulde einfach. Nicht? Toleranz ist nur eine vorübergehende Gesinnung. Eine vorübergehende Gesinnung und muss zur Anerkennung führen.
Und nur etwas erdulden ist ein Erleiden. Deswegen heißt es auch zu bedenken, zu sagen, nein, danke. Zum Beispiel Mieterhöhung, sind Sie damit einverstanden? Fragezeichen. Kann ich über nachdenken? Kann ich sagen, ja bitte, gerne. Oder auch, nein, danke. Und ich bedanke mich, dass ich hier sein darf als Mensch.